würde passieren, wenn ihr Ballons mit Schleim überfahren würdet? Oder was passiert mit Badebomben? Und was passiert mit Zahnpasta? In unserem neuen Video seht ihr, wie wir mit einem Auto alles Mögliche zerquetschen. Dolly ist ein geborener Perfektionist. Deshalb ist sie so verärgert über dieses Durcheinander. Ratchet ist ziemlich unordentlich. Überall liegen Kekse, Tassen und Squishies herum. Und auf dem Boden liegt sogar Schleim. Aber Ratchet findet das gar nicht schlimm. Sie zieht es vor, es als organisiertes Chaos zu betrachten. Und sie weiß genau, wo es Tee und süße Snacks gibt. Das reicht. Dolly kann nicht mehr so leben. Es ist höchste Zeit, all diesen Müll einzusammeln und ihn zu vernichten. Dolly hat alle Regale leergeräumt. Sie hat nämlich was Spezielles damit vor. Wenn Ratchet ihre Sachen retten will, soll sie sich lieber beeilen. Dolly beschließt, alles auf einen Schlag zu zerstören. Sie wird es auf den Boden stellen und mit ihrem Auto darüber fahren. Alle Lebensmittel, die Dolly zerquetschen wird, sind abgelaufen. Dolly will als erstes eine Tüte Chips zerquetschen. Sie sollte abgelaufene Produkte nicht zu Hause aufbewahren. Trinkpäckchen haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie müssen auch diesen Test bestehen. Ich frage mich, was in diesen Stressbällen steckt. Schleim und Wasserkugeln. Jetzt weiß man, was drin steckt. Und es macht Spaß, dabei zuzuschauen. Jetzt sind Trauben an der Reihe. Eigentlich war es ein Anti-Stress-Spielzeug. Bis es auf der Straße viel Stress hatte. Und was ist mit diesen matschigen Muffins? Sie kleben so sehr am Reifen fest, dass sie gar nicht mehr abwollen. Was würde passieren, wenn wir gefüllte Wasserballons unter die Räder stellen? Sie werden platzen und es wird eine Pfütze entstehen. Habt ihr Durst? Lasst uns ein paar Pepsi-Dosen unter dem Auto öffnen. Die Dosen sind abgelaufen. Weiche Squishy-Burger und Hotdogs widerstehen dem Druck. Aber dieses Make-up-Ei hat nicht so viel Glück. Es scheint, dass die geformten Cupcake-Seifen einen schlechten Tag hatten. Sie sehen sehr mitgenommen aus. Der einfachste Weg, um Zahnpasta schnell rauszuquetschen, ist drüber zu fahren. Dolly hat ein Squishy-Eis unter das Auto gelegt. In diesen Ballons steckt Maisstärke. Ups, Entschuldigung. Es steckte Maisstärke drin. Jetzt ist es draußen. Auf Wiedersehen, Eis. Aber dieser große Schokoladen-Squishy übersteht den Crush-Test ziemlich gut. Als nächstes legen wir gelben Schleim unter den Reifen. Nachdem es zerquetscht wurde, kann es einen irgendwie leid tun. Und wie wär's mit pinkem Schleim? Sieht aus, als würde es gerne herumfahren. Lasst uns auf Abenteuer gehen. Ich frag mich, was mit bunten Badebomben passieren würde, wenn wir über sie hinwegfahren würden. Hier ist die Antwort. Was für ein schöner Badebrei.
Mal sehen, wie eine Kerze reagiert. Scheint, als würde man seinen Geist zerquetschen. Ist gar nicht so einfach. Das ist eine harte Nuss. Als nächstes kommt ein großer Nutella-Behälter. Aber statt Schokoladenaufstrich im Inneren gibt es Schleim. Armes Ding. Es wurde vom grausamen Schicksal überfahren. Ballons, die mit Flüssigseife gefüllt sind, stehen als nächstes auf dem Programm. Dann kann ich gleich die ganze Straße damit sauber machen. Dieser Asphalt ist zu grau. Füllen wir einige Farbspritzer hinzu. Eine große Squishy-Wachsmalerbox taucht unter unserem Auto auf. Aber dieser Squishy geht nicht ohne einen Kampf unter. Wir erhalten nur ein zerknittertes Etikett. Unter unseren Rädern befinden sich Becher mit vorgefertigten bunten Schleimen. Nach dem Crush-Test kann man sie nicht mehr benutzen. Squishy-Donuts, Pommes und Eiscreme werden zerdrückt. Sie sind jedoch aus Memory-Schaum hergestellt und kehren schnell zu ihrer vorherigen Form zurück. Und was passiert mit Gel-Pads? Ah ja, wir können die Kamera genauso gut waschen, wenn wir gerade dabei sind. Spülmittel warten auf ihren Einsatz. Sie verlieren viel Flüssigkeit. Und hier sind leckere Wackelpuddingbecher. Um genau zu sein, war es mal lecker. Aber nachdem wir sie überfahren haben, sehen sie nicht mehr so appetitlich aus. Es wird schwierig sein, dieses matschige Puzzle nach unserem Crush-Test zusammenzustellen. Diese kleinen Flummis sehen ziemlich harmlos aus. Und sie überstehen den Crush-Test ohne großen Schaden. Dolly ist zufrieden. Es gelang ihr, alle abgelaufenen Lebensmittel, Farben und Reinigungsprodukte auf einen Schlag loszuwerden. Und das ging auch nicht zu weit. Schließlich landen die Lieblingspuppen von Red Hat unter dem Auto. Jemand muss so schnell wie möglich diese Zerstörung stoppen. Diese Barbies sind viel zu schön, um so jung zu sterben. Puh, Red Hat hat es gerade noch geschafft. Sie stoppt diesen Zwischenfall. Du kannst alles zerquetschen, was du willst, aber lass meine Barbies in Ruhe. Naja, Dolly findet bestimmt etwas anderes. Fandet ihr unseren Crush-Test? Schreibt uns, welche Experimente ihr machen würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.